So, Pflasterstein haben wir auch noch ein bisschen was. Mache ich mir mal zwei Schaufeln damit. Dürfte ja funktionieren. Fürs Erste reicht's ja, das Zeug. So, hier noch ein bisschen umdingsen. So, huch. Natürlich, meine restlichen Rohstoffe sollte ich schon mitnehmen. Wäre vielleicht vom Vorteil. So. Dann kommen wir hier ungefähr raus. Ist natürlich auch schön. Machen wir hier ein bisschen breiter. Können wir ja dann wieder aufschichten, wenn es ist. So. Da oben müsste ich nochmal. Aua. Da ist eine Lücke gewesen. Auf der Höhe müsste ich nochmal eins breiter werden. So, auf der hier. So, ich baue mich hier mal im Dunkeln durch. Dann weiß ich die Abmessungen schon mal. So, es geht hier rum. Ist ja auch schön. Ah, ich habe mir nicht mal zu groß gebaut. Ich bin so gut. Ich bin so gut. So. Unter dem Eis muss ich natürlich erstmal Ding wegbauen. Die Erde. Weil sonst zerfließt die, zerfließt mir hier das Eis schon wieder. So, dann kann man da dann den Weg hoch machen. Das wird geil. So, da muss ich dann natürlich noch so ein Vorgebäude machen. So eine Art Rezeption und so ein Zeug. Oh Mann. Das formt sich hier schon wieder aus. Zu einem ganz großen Gedanken. Mann, 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 Mann. Ich bin hier ja schon wieder so spektakulär. So, diese Ebene. Dann wird es hier so dann gleich breiter. Würde ich jetzt mal sagen. So hier. So, ich hoffe, das passt auch zusammen. So, zum Glück ist da schon eine Lücke. Ist ja geil. Habe ja gut getimed. Passt ja doch gut. So, dann trag mal am Sonnenlicht alles ab. Ist ja doch schöner, wenn man ein bisschen Sonnenlicht hier mal wieder erfährt. Wir müssen eh schon total bleich im Gesicht sein. Von der ganzen Dunkelheit, die wir hier in der Spalte einfach nur erfahren. So. Dann machen wir hier mal das ganze Gemüse hier weg. Ist ja ekelhaft. Was da rumliegt. So. Dann machen wir die Spalte noch ganz hübsch. Dann machen wir noch eine kleine... Ja. Einen kleinen Vorhof, den Eingang und so. Rezeption für das ganze Hotel. Weil dann kann man das ein bisschen sicherer machen. Würde ich jetzt mal so sagen. Muss man dann auch alles mal vorbereiten. So, ich werde hier schon wieder zu breit, oder? Nee. Hier wird's breiter. So, und hier wird's breiter. Muss ich mir mal irgendwie markieren. So ungefähr. Wenn es funktionieren würde. Dahin musste. Dahin musste. Und von der anderen Seite hier dann so. So. Er hatte schon mal ein Gesicht. Zwar noch ein komisches Gesicht, aber man kann sich damit anfreunden mit diesem Gesicht. Würde ich jetzt mal so sagen. So. Weg damit. Weg mit dem Scheiß, dass er sich hier mal wieder hoch herreckt. So. Es wird schon wieder dunkel. Das ist brutalst hier. Ich muss mir echt mal ein Bett hier aufschlagen. Dass wir hier nicht andauernd hier in Dunkelheit irgendwas machen. Ist ja auch nichts. Ein bisschen Sonne wollen wir doch auch abkriegen. Ach so, ich habe ja noch eine Schaufel. Die können wir ja doch locker leicht verwenden. So. In der Mitte wird es schon wieder problematisch, dass wir hinkommen. So, aber das ist natürlich für uns ein Kinderspiel, würde ich mal so sagen. So, danke schön. Jetzt ist die Spitzhacke auch noch hin. Habe ich noch eine? Jo, habe ich. Ist ja geil.
Ich habe noch eine Spitzhacke. Yay, ich kann weiterarbeiten. So, hinten sind noch zwei Erdklumpen. Ich sammle komischerweise immer noch alles ein. Ich weiß nicht wieso, aber ich tue es gern. Das war nix. Mal wieder. So, zack, zack, zack. Dann können wir hier eine Fackel anbringen. Und da dann ebenso. Es wird dann schon, würde ich mal sagen. So. So, ho, ho. Ah, schnelles Bauen. Ah, komme ich die eine Stufe hoch und baue dann alle Treppen verkehrt. Mann. Oh, ich werde nicht mehr. Minecraft mag mich heute mal wieder nicht. Mag mich echt nicht. So. So. Dann haben wir das soweit schon mal. Dann können wir... Huch, da bin ich ein bisschen dahin geschlittert. Machen wir hier mal das hier ein bisschen weg. Wenn wir hier in der Mitte zumindest nicht irgendwie versuchen müssen, uns den Arm auszurenken. Dann können wir da sehr gepflegt einfach mal rumbauen nochmal. Aber es formt sich schön langsam und das gefällt mir. Da bin ich echt gespannt, wie das am Schluss aussehen wird. Ob es dann überhaupt super aussieht oder nicht. Ich habe jetzt doch ziemlich viel Mühe hier reingelegt. Vielleicht kommen euch ja noch ein paar Ideen, wie es anders aussehen könnte. Was ich noch machen könnte. Was da besser aussehen würde. Ich werde natürlich versuchen, irgendwie einen Mittelweg zu finden, dass euch das auch gefällt. Weil wenn wir schon so lange dran rumbauen, dann soll das natürlich auch schick werden. Und nicht nur für mich, ne? Das ist doch Ehrensache. So, dann darf ich eh schon langsam mal aufhören, hier zu buddeln. So, dann bin ich eh hier einmal fast fertig. Aua. Lege ich mich nochmal auf die Schnauze, weil es lustig ist. So. Alles einsammeln hier. Brauchen wir doch. So. So, die ganze Erde hier noch. Yay. So viel Erde. Haben wir ja nicht schon viel genug. So, wenn er hier nicht so komisch hochlaufen würde, wäre es ja cooler. Es ruckelt irgendwie so komisch beim Hochlaufen. Das nervt fast ein bisschen. So, dann packe ich mal die Stufen hier weg. Ich habe zu viele Stufen gemacht, sehe ich jetzt schon wieder. Ja, vielleicht können wir die noch anderweitig irgendwo brauchen. So, die packe ich mal alle hier rein. Da hat sich Pflasterstein hier reingeschlichen. So eine Drecksau. Schleicht sich da einfach mal ein, wo er nicht rein darf. Mann, 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 Mann. So, die Erde packe ich mal so viel ich kann hier rein. Wohlgemerkt, so viel ich kann. Mittlerweile ist die Kiste auch schon wieder voll. So, dann kommt hier der ganze Stein mal mit. So, und ich mache mir nochmal eine Pflastersteinschaufel. Weil hier schon wieder Ebbe herrscht. Ich werde auch bald mit Pflastersteinrohstoffen hier weitermachen, ohne Scheiß. So, drei Stück. Wären vielleicht nicht so verkehrt. Es wäre nicht so eisenintensiv, wenn ich hier mit Stein hier rummäkel. Aber naja. Mal sehen, mal sehen. So. Mal gucken, ob ich da reinkomme zum Reinbauen. Geht sogar. Man kann da reinlugen. Ist ja super. So. Naja, war ein bisschen sinnfrei, aber was tut man hier nicht alles? So, dann haben wir hier so. Dann können wir hier die Fackel anbringen, da wo sie hingehört. Fürs erste Mal. So. Da packe ich mal Erde rein, wo ich nichts anderes brauche. So. Dann können wir hier die Reihe hier vervollständigen. So wie es sich einfach mal gehört. So.
kommt dann hier die nächste Reihe. Oder? Ja. Hier kommt dann alle drin. So, hier muss ich nochmal ausfüllen. Habe ja so viel Erde, mit der ich es machen kann. So. Alter. Ich werde heute den ganzen Tag wirklich nur an der Treppe hängen, oder was? Das ist natürlich schon mies. Eigentlich hier nur an der Treppe hängen. So, hat natürlich irgendwas so. So, dann zücke ich mal kurz die Spitzhacke. Mache hier das Zeug mal platt. Was das hier ja auch ordentlich aussieht, soll ja auch gefallen, ne? So, dann kommt hier mal. So, dann ist die auch noch im Hintern. Im Hintern, Hintern, Hintern. So. Dann können wir hier mal dicht machen. Ja, dürfte passen von der Höhe her. Sieht doch schon mal super aus. Ich habe mich nie mal verbaut. Ich finde es so geil. Ich verbaue mich nicht mal so krass hier. Alles, was ich hier vorhabe, funktioniert sogar. So wie ich das plane. So. Kommt da eine Fackel her? Da drüben steht schon eine. So, dann muss ich hier noch ein bisschen schaufeln. Schaufeln für Olympia. Ich werde zwar noch einen Haufen Erde hier raus machen. Aber irgendwo bringe ich die schon mal wieder an. Hoffe ich jetzt mal. Da bin ich eigentlich zuversichtlich. Die bringe ich eigentlich immer irgendwo an. Und wenn wir wieder irgendwo nur einen Hügel aufschütten. Hat doch auch was für sich, wenn wir so einen Hügel aus nichts machen. Dann passt es eigentlich. So. Da drüben zum Beispiel, da können wir wieder ausfüllen, wie wir wollen. So. Dann haben wir hier eine Verbindung rüber. Was schwebst denn du hier noch so rum? An dich komme ich doch ran. So. Tschüss. Ciao, Cobblestone. Auf nimmer, 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 nimmer Wiedersehen. So. Alter. Die Treppe sieht schon geil aus hier hoch. So, hier muss ich dann natürlich auch noch dicht machen. Dann mache ich dann das ganze Eis erstmal weg. Mache ich erstmal Klimaerwärmung hier für Anfänger. Ja, wieso nicht? Muss ja auch gemacht werden. So. Ich könnte eigentlich ein paar Fackeln drauf abstellen. Und würde das schon mal auftauen. Ganze Sache. So. Und ich bin auch der Meinung, dass ich dann noch, soll ich sagen, alles aus Cleanstone dann mache. Dass man eine klare Abgrenzung hat. Hey, da ist die Höhe, da ist die Spalte. Das ist die Hotelspalte. Oder ich lasse nur ganz, ganz oben den Erdrand. Sieht aber dann auch, glaube ich, komisch aus. Man halt dann so einen komischen Erdrand dann dort hat. Naja. So, bessert mal erstmal die ganze Kacke noch aus. An der Treppe. Bevor, dass wir uns neuen Dingern wagen. Neuen Gefilden. So, die Wand sieht schon mal gut aus. Jo. So. Dann schaufel ich hier mal noch eine Runde. Die ganze Erde hier weg. So, der eine war ein bisschen sinnfrei, aber egal, ich drück da trotzdem Stein rein. Da bin ich total, total frei. So, das war's. So, dann machen wir hier nochmal normalen Stein rein. So. Ich find's geil, dass man da reinsetzen kann in die Lücke. Solange ich sehen kann, kann ich es reinsetzen. Das ist schon cool. So. Dann mache ich mich mal drauf und dran. Hier mal noch eine Runde Stein hier rein zu klöppeln. Vielleicht mache ich ja ganz oben noch einen anderen Rand hin. Mal sehen. Das wäre natürlich auch was. Zur Auflockerung, muss man ja schon sagen.
für die ganze Sache. Alter, das wird so viel Erde. Bis ich das dann mal hab. Alter. So, dann gehen wir da einmal um die Spalte rum und machen die ganze Erde hier weg. Das kann man ja sonst hier nicht anbieten.